Na also. Die Erde. Das Zentrum des Multiversums. Alles wird Brainiac gehören. Welche Werbung? Ich plane keine Invasion, vielmehr eine Assimilierung. Ich habe wichtige Knotenpunkte im riesigen Nexus des Wissens der Erde identifiziert. Diese werde ich erfassen und digitalisieren. Natürlich können auch unwesentliche Informationen erfasst werden. Sie werden sortiert und bereinigt, nachdem die Digitalisierung abgeschlossen ist. Der Widerstand der Erde macht mir keine Sorgen. Dort gibt es keinen Intellekt, der stark genug, keine Macht, die groß genug wäre, mir zu widerstehen. Bald wird dieser Planet und alles, was sich darauf befindet, mir gehören. Faszinierend. In der Erdatmosphäre gibt es eine Anomalie. Beginne mit der Analyse. Diese Exobytes sind meine Technologie. Jedes mit unglaublich viel digitalisierter Energie aus der Zukunft der Erde. Meine Sammlerschiffe werden die Daten dieser Exobytes einfach regenerieren und das Schicksal der Erde besiegeln. Das ist ein neues Hindernis. Diese Menschen widersetzen sich meiner Assimilierung. Meine Konvertierungseinheiten können sie nicht halten. Die Menschen sollen ihre Kräfte einsetzen. Am Ende gehören auch sie. Brainiac. Okay, ich wollte gerade nicht dazwischen. Ich habe keine Werbung geschaltet. Also das muss von Twitch dann sein. Ja. Ah ja, und ich weiß, viele, die so Comics mögen und so. Sind da sehr allergisch, wer wie stark ist und so weiter. Aber das ist ja nur in diesem Universum so, dass die alle so relativ. Das Hack-Programm hat funktioniert. Du bist wach und frei. Puh. Okay. Ich bin Oracle und wir holen dich von diesem Schiff. Alles klar. Such mal nach einer Tür. Ah, ist ja nur in diesem Universum, wo die ein bisschen schwächer dargestellt werden. Hier ist eine Tür. Da ist noch niemand davor. Wie konnte das passieren? Oh. Aha. Wir haben mein Hackprogramm geknackt. Das Schiff weiß, dass du frei bist. Vorsicht. Hey! Boah, das war voll der Trick. Die haben gesagt, es ist Orkanrücken. Und dann. Mach dich bereit. Meine Messungen zeigen, dass sich Truppen hinter dieser Tür sammeln. Danke für die Warnung. Super. Ich kam auch rechtzeitig. Was? Geisteskraft? Ich sollte doch K drücken. Ach, ärgere mich nicht. Hier, da leuchtet was, aber was soll ich denn damit? Freihändig hier. Aha, verstehe. Ausgabe. Klar. Ist eine Combo. Doppel. Hey! Ruhe! Boah! Ich kann meinen Fertigkeitenpunkt nicht einsetzen, wenn dauernd irgendwelche Leute kommen und mich verprügeln wollen. So. Ich muss das ja auch lesen, Leute. Ja, ausdrücken. Einfach alles. So, und jetzt kommen wir auch hier runter. Toll. Und
hier fehlt irgendwas. Okay. Was fehlt hier? Erfordert Home Run, zwei Hände. Ja, nehmen wir noch zwei Händer. Zweihändig. So, bitte fühlen. Kann ich nicht. Okay. Dann lass mich in Ruhe. Ich bin sehr leise. Was? Bin ich jetzt lauter? Huch, Zugriff zulassen. Jetzt meldet sich die Firewall. Hat eigentlich nichts umgestellt. Ich gehe den aufs Herz. Kann ich noch an der Grafik schrauben? Oh, Moment mal, Einstellungen. Kampfrutsche, was? Obszönitätenfilter. Die Musik machen wir mal ein bisschen leiser. So. So. Ja. Video, Vollbild. Ja, hier. Hoch. Was soll denn das? Normal. Normal und niedrig. Hier gibt es gar kein Hoch. 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 An. Alles klar. Ja, ja, machen wir. Sprache. Sprachchat, nein. Okay, gut, dass wir den Sprachchat noch gefunden haben. Keine Ahnung, hörst du mich jetzt besser? Ich hab's leiser gemacht. Sammle Verstärkung. Ich patrouilliere Richtung Gefangenenbucht. Das Symbol zeigt an, dass der Feind einen tödlichen Angriff. Einen tödlichen. Drücke Shift um Eintreffer und leichte Attacken. Der schreibt nicht zu Ende, ne? Der, muss ich das raten, was da stehen soll? Waffen excellent. Ja. Systeme beschädigt. Komm her, du Sau. Ich bin jetzt auf Level 2. Irgendwie habe ich das Gefühl, wenn ich jetzt wieder K drücke, werde ich von allen... F. Okay, aber erst K. Schalte das mal frei. Geht nicht. Warum auch immer rauskommen. Okay, schalten wir in F. So. Ah, und jetzt kommt das, was man sich da ausgesucht hat. Ob man fliegen soll. Oder akrobatisch sein soll. Oder ein Speedster. Wie Flash. Alle Einheiten. Das Objekt befindet sich nicht länger in den Hauptkorridoren. Durchsucht das Schiff. Okay, was bist du? Manchmal verliert mein Charakter die Haare. Kann ich das reproduzieren? Da. Ganz kurz. Das gesamte Schiff ist mit Brainiac verbunden. Du musst in Bewegung bleiben. Bewegung auch noch. Mach dich bereit. Das Schiff schickt dir weitere Sicherheitskräfte auf den Hals. Wo denn? Ich sehe keine. Irgendwas ist mir in die Faust gelaufen. Ich weiß nicht, was es war. Oh.
der denn her? Du bist auch Crafting in dem Spiel. Das sind die Teile, die wir jetzt gerade die ganze Zeit finden. Die werden zum Crafting gebraucht. Bewegung in den Korridoren geortet. Halt den Menschen auf. Was? Nein. Ich bin einer von euch. Seht ihr das nicht? Ja, Assis. Vor dir liegt ein Hochsicherheitsnetzwerk. Geh hin und benutze die Transportröhre. Warte. Da ist die Kiste, ich will zur Kiste. Hallo. Ist das die Transportröhre? Mit da reinhüpfen. Hui. Ja. Okay. Was macht hier ein Polizeiauto? Ich habe was mitgebracht. Wie kann ich denn das werfen? Also. Zustellung einer Warenlieferung von der Erde. Alle Einheiten in Position gehen. Mensch festhalten. Hm. Macht mal. Wo ist mein Spielzeug? Hallo, wo seid ihr? Zustellung einer Warenlieferung von der Erde. Amazon liefert auch zu Brainiac. Ab 29 Euro auch kostenlos. Was haben wir denn hier? Ja. So. Hallo. Oh, war ein bisschen daneben, glaube ich. Zustellung einer Warenlieferung von der Erde. Mach dich bereit. Das Schiff schickt dir weitere Sicherheitskräfte auf den Hals. Wo denn? Au. Abgedrückt will ich nicht. Zielerfassung. Was? Können immer noch Freunde werden, Leute. Da ist ein X. Was soll ich denn da? Ah, ich soll weitergehen. Sehr gut. Diese Energiesignale. Brainiac hat eine komplette Invasionstruppe auf diesem Schiff. Wir müssen es zerstören. Alles klar. We are the heroes. Ohne Haare. Achtung! Menschliche Aktivität in der Nähe entdeckt. Autsch. Ups, Maul. Oh, der geht. Kleinen geben weniger. Ziel in Sicht. Was? Schaden erlitten. Ja. Muss auch gleich noch mehr Schaden, meine Freunde. Beginne Kampf.
links gedrückt. Zielkoordinaten übertragen. Geringer Schaden. Maul. Level 3. Der Schaden auf diesem Schiff erhöht sich ständig. Flüchtling unverzüglich vernichten. Mensch festhalten. Des Schiffs ist direkt voraus. Zerstöre sie, dann bricht das äußere Verteidigungsnetz des Schiffs zusammen. Wie er nicht sagt. Dann kann die League reinkommen und dich rausholen. Aber hier sieht alles gleich aus. Wo soll ich denn wissen, was... Neue Kraft, 1. Aha! Maul! HP verloren, was soll das denn? Das gefällt mir nicht. Lass den Häftling nicht in den Hauptwaffenkontrollraum. Schäden an den Energiekopplungen werden das Schiff destabilisieren. Ja, okay. Suche nach Symbolen auf Gegenständen. Was? Auf jeden Fall haben wir Post. Komm nicht an die Post. Sei nicht töricht, Mensch! Du kannst die Umwandlung nicht stoppen. Wir haben gerade das ganze Schiff auseinandergenommen. Du befindest dich im Verbindungsstück. Zerstöre alles, was die Waffe mit dem Schiff verbindet. Alles klar. Das hier zum Beispiel, ne? Kopplung zerstört. Stabilität bei 75%. Stabilität jetzt bei 50%. Häftling aufhalten. Hört auf. Es ist nur noch eine Kopplung übrig. Enttäusche Brainiac nicht. Genau. Ja, die Kanone fällt. Sie kracht in Brainiacs Flasche da unten. Und nü? Du wirst dich unterwerfen. Oh. Hallo, mein Freund. Nein! Dieser ist gescheitert! Ja. Herunterfahren! Superman, mach dich bereit! Ich bringe dich rein! Törichter Mensch, du hast dein eigenes Schicksal besiegelt! Du wirst mit dem Schiff untergehen! Falsch gedacht, Brainiac! Du kannst uns nicht beide besiegen! Wir gehen nicht, bis wir dieses Schiff ausgeschaltet haben! Für immer! Der hätte mich noch nie mal alleine besiegen können. Was du auch Böses vorhast. Ich werde es verhindern. Leistung eingeschränkt. Und kritischer. Status kritisch. Beende das. Systeme versagen. Wir müssen weiterkämpfen. Hast geschafft. Kämpf weiter. Das Netzwerk will mich nicht reinlassen.
Weg da! Wir müssen Superman den Arsch retten. Kritischer Schaden. Sammlerschiff 7-0 kompromittiert. Sende meine übrigen Truppen zur Erde. Status kritisch. Geringer Schaden. Das Schiff wurde kompromittiert. Alle Einheiten müssen evakuieren. Weg da! Sprich mit Superman. Superman? Gute Arbeit. Brainiac hat nicht damit gerechnet, dass du dich befreist und sein Schiff ausschaltest. Benutze jetzt den Teleporter und kehre in die Stadt zurück. Es gibt Arbeit für dich. Habt ihr gehört, es gibt Arbeit für uns. Ich bin still. Wir konnten seinen Angriff nicht standhalten. Doch nur die Götter können Welten erschaffen oder vernichten. Und Brainiac ist kein Gott, nur ein Monster. Durch den Mut eines einzelnen Mannes haben wir nun ein Heer von Helden, um Brainiac aufzuhalten. Gemeinsam werden wir Tyrannei bekämpfen. Durch Brainiac. Oder jeden anderen falschen Gott. Als Wonder Woman weiß ich, dass wir alle unsere Bestimmung haben. Und für diese Helden ist es das Streben nach Höherem. Superman wird es zu Ende bringen. Schlagzeile von Benutze Schell. Einen Teleporter, um zu entkommen. Geh! Okay. Mach's gut, Sups. Ist er noch da? Ciao. Erkunde das Polizeirevier in Chinatown. Du bist jetzt auf Level 4. Okay, wir sind also in einem Polizeirevier gelandet. Das ist ein High-Level-Charakter hier neben uns. Höre dir Oracles Einführung an. Hier ist Wonder Woman. Dass du dich aus Brainiacs Gewalt befreien konntest, ist ein beeindruckender Beweis für deine neu erworbenen magischen Kräfte. Mhm. Deshalb möchte ich dich bitten, sie für unseren Kampf für Freiheit und Gerechtigkeit einzusetzen. Okay. Felix Faust und seinem Agenten stehlen Seelen in Chinatown. Deine Hilfe könnte die Entscheidung herbeiführen. Okay. Darf ich jetzt? Es geht immer noch nicht. Wir können keine... 4 von 12, aber für was soll ich die, wenn wir nichts freischalten können? Für was sollen wir die dann... Wir haben ja alles schon im Faustkampf. Und da kommen wir nicht ran ohne die anderen Sachen. Hä? Vielleicht hier? Hm. Kann man nur die Ausstattung ändern? Über die Schnellleiste. Fliegen geht noch nicht. Ikonenkräfte haben wir nicht. Und daher. Ja. Scheinbar geht's nicht. Huch. Moment. Da. Was haben wir denn hier? Marktplatz, Optionen, Liegenverwaltung. Das sind die Gilden. Im Dienst. Events, aha. Okay, Karte. Urkunden, Heldentaten, Schlagzeilen und so weiter. Tagebuch. Hauptmission, Herz und Seele, Level 5. Wir sind aber noch gar nicht Level 5, glaube ich. Erscheinung. Okay, kann man noch ändern? Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es diese Währung kostet.
Das ist uns unser Inventar. Wir haben was gefunden. Was haben wir denn hier? Automatisch ablehnen. Nee, nee, das ist alles okay. Wir wollen das hier anlegen. Ja. Jetzt haben wir das Cape angelegt. Dann wollen wir die Handschuhe anlegen. Und... toll, warum haben wir denn die ganze Erstellung gemacht, wenn man sowieso dann andere Sachen anhat? Hm. So. Aber die geben halt Werte, ne? Deshalb. Treuhandkonto, das heißt, Cash ist begrenzt, wenn man nicht Premium-Mitglied ist. Das ist wie bei Star Wars The Old Republic, dass man nur eine bestimmte Menge Credits haben kann. Credits, und der Rest wird in das Treuhandkonto eingezahlt. Und entweder kauft man sich dann so ein Token, um ans Treuhandkonto ein bisschen was davon abzwacken zu können, oder man wird Premium-Mitglied. Und den Marktplatz wollte ich mir noch angucken. Genau. Damit ihr den auch mal gesehen habt. Kategorie. Episoden. Also es gibt eine ganze Menge. Eine ganze Menge. Das Spiel ist schon älter. Und ja, auch die Preise. Episode 2. Seht ihr ja selber, ne? Ja, da könntet ihr euch arm machen dann. Ich weiß nicht, ob es hier... Hier 54 zum Beispiel, zwei ikonische Instanzen in einem Episodenpaket. Mindestlevel 30, Kampfwertung 134, das ist also der Rüstungswert quasi. Kräfte und Upgrades. Wenn man das ändern will, braucht man 500 von diesen DC Points. All Access, also das ist wahrscheinlich dieses Premium-Dings, da kriegst du 500 automatisch. Allerdings kostet das dann monatlich Geld. Vorräte. Sagt mir jetzt nichts. Was ist das? Keine Ahnung, irgendwelche Schlüssel, wahrscheinlich um irgendwelche Tresore aufzumachen. Sorry. Und Artefakte. Erscheinung, festlicher Winterhut. Aber man kann sich nicht, kann man sich nicht angucken? Vorschau da. Ja, Bettanzug. Ich bin Batman. Oder Batwoman. Also ja, schon. Lustige, interessante Sachen. Frisurentornister, DC Bomb. Was ist denn ein Frisurentornister? Oh, okay. Das ist ganz. Ja. Mehrere Frisuren wahrscheinlich für den Character Creator. Amazon. Weiß nicht, ob Amazon so eine Frisur haben, aber okay. Flügel. Bomb. Harley, was? Harley Quinn. Bombshell Harley Quinn. Was auch immer Bombshell heißt. Ich glaube, das ist auch so eine. So ein alternatives Universum oder ein alternativer Zeichenstil, irgendwie sowas. Stilpaket. Mittelalteranzug. Auch nice. Aber kostet halt leider alles Geld. Ägyptischer Kosmosanzug. Ich zeig mal so ein paar. Okay, der sieht scheiße aus. Finde ich. Kosmos, also brauche ich gar nicht. Banditen.
Mit einem Sombrero. Black Adam. Wonder Woman Kappe. Seit wann hat Wonder Woman eine Kappe? Achso, Cappy. Okay. Mitgliedschaft kaufen, einlösen, anfordern. Alles nicht. Hier gibt's nichts. Aber ihr habt es einmal mal gesehen. Bewegungsziele kann man sich dazu holen. Weiße Nebelwand ist ein bisschen so, als ob man hier diese Frost-Superhelden, ne? Und Auren, fröhliche Aura, mal gucken. Ah ja, mit Weihnachtsdeko als Aura, okay. Auren Tornista. Mehrere Auren wieder. Das ist hier nur ein Beispiel. Spielzeuge Batman Flumi, was? Aber gibt es keine Vorschau zu Batman Flumi. Erscheinung, kleine Roboter. Für diesen, oh, keine. Klassischer. Ah, ich glaube, das ist auch mit Housing. Wozu sollte man Dekor und Dings sonst haben? Aber alles klar, das war der Dings-Shop. Habt ihr mal einen Überblick, was man hier, wenn man denn möchte, alles kaufen kann. Das sind Händler, ganz normale Händler. Hallo, benötigst du mystische Ausrüstung für den Kampf? Erforderte Level 8, das Geld hätten wir, kaufen wir es nicht. Ich habe bestimmt etwas Hilfreiches da. Sieh dich ruhig um. So der Cola, irgendeins davon heilt Energie, ich glaube. Ah ne, das ist alles. Das heilt alles Energie, nur verschiedene Level, verschiedene Preise. Stellt Gesundheit, Energie, ja. Also Cola ist hier die Heilung. America. Satana, Hawkman, da sind schon die ersten Superhelden. Kann man mit denen reden? Halten. Kennst du ein paar gute Tricks? Nein. Das ist die Bosch. Kennst du ein paar gute Tricks? Nein, und du machst mir Angst. Geh weg. Hier ist Post. Wir haben Post. Oracle, eine Kleinigkeit. Was ist das? Eine Maske. Maske des Siegers. Tank. Dankeschön. Ja. Die erste Maske. Kann man... Ups. Das wollte ich nicht. Ich wollte sehen, ob man das ausblenden kann. Statistiken, Währung erhöhen. Aha. Basis. Also ja, es gibt eine Basis. Bestimmt kann man das in Optionen irgendwie einstellen, dass man keinen Helm angezeigt bekommt, sowas. Das geht da bestimmt. Martian Manhunter, mit wem soll man reden? Hawkman. Und wie ihr seht, Spieler gibt es auch. Ein paar wenigstens. Das ist jetzt das Anfangsgebiet, wahrscheinlich hier nicht so viel. Begib dich zum Ziel Metropolis. Aha. Wir sind nicht in Metropolis. Was ist das? Hallo? Was ist das für eine Währung? Davon haben wir nichts auf jeden Fall. Also man kauft so ein Ding und hat dann die Möglichkeit, eins von diesen Dingern zu gewinnen. Aber wir haben null von diesen Sachen. Aber es gibt wieder 3 Milliarden. Also hier, das ist die... Alter Schwede. Alter Schwede. Wie gesagt, das Spiel ist schon etwas
etwas älter, es ist DC, das heißt, sie kümmern sich halt vertraglich, müssen sie sich immer noch um das Spiel kümmern, immer noch Updates bringen, immer noch Erweiterungen bringen. Deshalb hat es inzwischen auch so viel Krams. Ich habe das vor Jahren mal gespielt, 5 Jahren oder so, und da hat es nicht so viel. Zumindest erinnere ich mich nicht daran. Auch schon länger als 5 Jahre, ich weiß es nicht. Ja, aber das ist hier erstmal das Ende vom Let's Show zumindest, damit ihr auch einen Eindruck von dem Spiel bekommt, ob es was für euch ist. Ihr habt den Kampf gesehen, ihr habt den Shop gesehen, ihr habt die Fähigkeiten gesehen, die Charaktererstellung haben wir gezeigt. Das ist das erstmal das Gröbste und die erste Basis mit den ersten Verkäufern. Und natürlich die Geschichte. Zumindest wie sie anfängt. Und wie sie ausgeht, könnt ihr dann, wenn ihr Bock drauf habt, selber entscheiden beim Spiel. Ich verabschiede mich aus dem Stream und bei YouTube für das beim Let's Show sozusagen. Vielleicht gibt es später noch eine Folge, bin ich mir noch nicht so sicher. Bis dann. Tschüss.